Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Klaus rasiert sich. Ja, ich habe, ja, was heißt lange überlegt, aber ich habe echt überlegt, was mache ich mal? Und naja, dann hat mich so auf meinem Schreibtisch diese schön gesponserten Klingen angeklinzt. Das sind Persona Crystal. Die zu erkennen ist, made in Israel, haben diesen typisch blauen Pappschober davor und holen uns schon mal eine raus. So. Noch schon mal eine. Beiseite damit. So, damit steht die Klinge des Tages schon mal fest. Ja, als Rasierer habe ich mir mal wieder gedacht, muss mal wieder der Progress ran. Eigentlich so mit einer meiner Lieblinge im DE-Bereich, aber kam in der letzten Zeit relativ selten zum Einsatz. Von daher, das ist heute das Werkzeug meiner Wahl. Ja, dazu passend ein Yaki Synthetik. Ich habe den schon mal so vorsichtshalber hier im Becher stehen, dass er ja, ein bisschen Wasser aufnehmen kann. Einweichen braucht da nichts. Ja, als Rasierseife heute die USP Grapefruit. Grapefruit Mental Scent Shaving Soap. Auch wieder was Frischeres und ja, so ein bisschen passend, so in diese zitrisch-orangige Grapefruit-Richtung. Tabak Gentleman's Care hat halt so einen leichten, orangigen, sonnigen Geruch. Langsam wird das Wetter besser. Von daher wollen wir mal ein bisschen die Frühlingsgefühle wecken. Ja, der Hobel an sich. Hier unten ist der Einstellknopf. Den drehen wir komplett nach links, wie sich die Deckplatte hier oben löst. Es ist ein Zweiteiler. Man kann ihn die Schraube zwar noch rausnehmen, aber dennoch zählen wir das nicht. So, für alle, die es noch nicht kennen. Die beiden Platten haben eine Markierung. Hier ist ein Dreieck und hier ist so eine kleine Kerbe drin. Das muss nachher wieder A in B rein, damit das alles richtig sitzt, damit die Einstellungen unten Sinn machen. So, ganz klassische DE-Klinge, Papier ohne Zip und Zapp und ohne Wachspunkte. Hat mehr so Touch vom Butterbrotpapier. Nicht so ein plastisches Papier, wie man sonst teilweise kennt. So, die Crystal Clear wird auch noch als Super Plus Platinum verkauft, so wie man es jetzt hier drauf sieht. Ist aber offensichtlich ein und dieselbe Klinge für zwei verschiedene Märkte. Ja, ansonsten nichts Dramatisches. Klinge in der Mitte auflegen, einmal eben gucken. Markierung zeigt jetzt zur Kamera. Diese Markierung ebenfalls zusammenschieben. So, und jetzt, wenn man den bis zum Schluss dreht, sollte er unten auf dem Plus stehen, kurz vor der 1. Dann mal die 1, auf dem Plus steht er, also sprich auch für 0. Damit ist er am meisten geschlossen. Ja, und verspricht somit eine sanfte Rasur, zumindest laut Theorie. Der Rest zeigt dann die Klinge. Ja, ich habe den Hobel eigentlich immer so auf ungefähr 1,5 bis 2 stehen. Mache ich jetzt mal da unten, öffne mal ein bisschen mit. Heute ist ziemlich viel Wolle im Gesicht und die gilt es gleich aus dem Gesicht zu schlagen. Ja, da haben wir die Seife. Schon ein paar Mal benutzt. Aber so ist das mit guten Seifen. Die nutzt man halt mal öfters. So. Drehen wir mal sportlich hier so ein paar Runden. Kurz die Spitzen tunken. Das ist eine festere Seife, die kann meiner Meinung nach auch ruhig einen etwas festeren Pinsel vertragen. Also eine harte Schweineborste wäre unter anderem auch ganz passabel. Der Yaki-Pinsel an sich hat schon ordentlich Backbone für eine Synthetik. Mein gibt natürlich härtere, gibt aber auch weichere. So, drehen wir noch zwei, drei Runden, weil wir es haben, nicht weil wir es müssen. Habe ich mal wieder gekleckert, aber egal. So. Dann wollen wir mal ein bisschen Wasser noch dazu holen. Wasser. Meine erste Chance ist gravierend. Schön.
riecht angenehm nach Grapefruit, nicht zu aufdringlich, auch nicht künstlich irgendwie. Menthol ist auch schön da, auch ein bisschen frischer, also nicht, dass man jetzt schon frieren würde. So, wie gesagt, auf 2 steht der gute Kandidat schon. So, und dann schauen wir mal, was die Crystal Clear so kann. Soweit, so gut. Ja, würde ich sagen, auf zu Runde 2. Machen wir erstmal den Rest. So, wie man sieht, einmal ordentlich Seife geladen in den Pinsel, kommt man damit eigentlich die ganze Rasur weit. So, dann ja, fangen wir mal so. Wir sind immer noch auf der 2. Ups, was da? Also, ich habe jetzt erstmal nichts geändert. So, ich bin soweit zufrieden. Ich tauche ab und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder.
frisch enthaart. Mal eben einen Schluck Wasser holen, weil ich habe euch meinen Launstein vorenthalten. Den habe ich natürlich auch am Start. So, fangen wir damit direkt an. Der eine oder andere Punkt. Aber alles in allem nichts Weltbewegendes. Jetzt so vom Brand her, ich würde sagen, die Klingen kann man getrost in eine Kategorie von gut brauchbar einsortieren. Sind auf jeden Fall ein Test wert. Würde ich jedem so ans Herz legen, die sich mal zu organisieren. Zu kaufen gibt es bestimmt auch ja, beim großen Fluss und ähnlichen Händlern, auch wahrscheinlich in kleineren Mengen oder eventuell mal in der einen oder anderen Samples, Tüte, Box, Kiste. Ja, Merco Progress, ja, einer der etwas aufwendigeren und eigentlich doch recht hübschen, mit diesem Säulendesign recht hübschen deutschen Rasierern. Eigentlich einzig und allein hätte er jetzt noch seinen Firmenbruder, den Merco Futur, neben sich stehen, wenn man sich jetzt auf deutsche Rasierer begrenzen würde. Ja, schönes Design. Ja, was heißt Design? Schöner Aufbau an sich. Ist jetzt nichts Neues. Dem gibt es schon ewig und 3 Jahre so, muss man dazu sagen. Aber ja, gutes, brauchbares Werkzeug hält sich halt lange am Markt. Dann Seitenschneider und Schrauben, der hat auch keiner neu erfunden. Oh, das kommt schon mal beiseite. Zum Trocknen. Ja, die Klinge, die Crystal Clear oder Super Plus Platinum, je nachdem, worüber ihr sie euch zulegt, kauft und anschafft. Also die Klingen sind dann aus dem Päckchen genau komplett identisch, so wie man sie jetzt hier sieht. Einzig und allein ist halt, dass sich diese Verpackung hier unterscheidet und auch der Preis. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. So, ja, wie ich schon gerade sagte, kurz, also jetzt in dem Rasierer, hat einen super Job gemacht, ist die erste Rasur mit dieser Klinge und ich bin eigentlich zufrieden damit, muss ich jetzt ehrlich so sagen. Ich könnte jetzt keine Abstriche machen. Wo würde ich sie einordnen? Ja, irgendwo schon so im Bereich um die von mir heißgeliebte Derby Premium herum. Sie war jetzt relativ mild, auf dem Rasurgefühl her. Also angefühlt hat sie sich besser als angehört. Also der Ton war natürlich auch nicht schlecht, aber man hat halt schon akustisches Feedback beim Rasieren bekommen. Dieses typische, finde ich, gefällt mir auch, gehört auch zur Rasur, so muss es sich anhören. Aber es gibt Klingen wie jetzt so eine Ladas, die hat dann auch mehr Feedback beim Gefühl. Also man fühlt eine Ladas mehr wie sie jetzt. Und auch eine Derby Premium ist vom Hautgefühl her angenehmer, sage ich jetzt mal. Also nicht so offensichtlich. Wobei manche Leute mögen halt das Feedback von der Ladas, die ich, ja, so wie ich es jetzt gerade sage, auch mal nebenher gesagt wieder benutzen sollte und auch mal wieder ausprobieren sollte in so manch anderem Rubel. Ja, aber genug geschwafelt um die ganze Klinge. Ich würde sagen, holt euch da ruhig mal ein Testpack von oder halt eine kleine Menge, probiert es aus. Also meiner Meinung nach ist es wert. Ja, Obsessive Soap Perfectionist, die Seife, die vom Markt verschwindet, gerade so heimlich und still. Gibt ein paar Läden, die haben sie noch. Also wer noch sich eine anschaffen wollen würde, wie man gerade gesehen hat, der Schaum ist genial, grandios und empfehlenswert. Ja, Yaki Pinsel, immer wieder anders, immer wieder ja, andere Griffformen, Grifffarben. Aber ich sag mal so, die Knoten an sich sind so in einer gleichbleibenden, ich nenne es jetzt einfach mal mit Wort Durchschnittsqualität. Die Pinsel sind alle gleichermaßen gut, schlecht, wie man es jetzt nehmen mag. Ich finde, für irgendwas so knapp um 20, 22, 23 Euro rum ist das hier ein super geiler, dicker, fetter Pinsel. Kannst du für den Preis nichts falsch machen, gibt es auch manchmal schon im Sale, im Angebot für knapp über 10. Also das Ding hat echt eine Kaufempfehlung, alleine vom Preis her. Und ich sag mal so, wenn man jetzt hier nochmal den melkt und hier ist immer noch was drin, da kommt noch einiges raus. Also damit geht noch mehr Ausputzen, noch mehr Feinarbeit. Der Pinsel an sich hat schon einiges am Backbone, finde ich. Also es gibt so diverse Supermarktpinsel, die sind deutlich schlimmer, also wabbeliger.
Ich meine, das bringt nichts mit so einem richtig weichen Pinsel irgendwo eine Seife rumzurühren. Das macht auch keinen Spaß. Ja, mein krönender Abschluss als Tabakfetischist, heute Gentleman's Care, so ein bisschen in die Richtung der Seife. Nebenbei gesagt, Notiz an mich, bald mal Neues besorgen. So, und hier kriegen wir jetzt mal ein ähnliches Feedback wie gerade vom Alaunstein. Hier unten sicher ein, zwei rote Pünktchen. Der Bart war auch schon wieder relativ lang und naja, hat mir das entsprechend quittiert. Wenn ich so alle 2, 3, 4 Tage mich rasiere, ist es deutlich besser, aber zurzeit so aus gegebenem privaten vollen Anlass treibt es mich gerade nicht so dazu, wirklich das so mit diesem 2, 3 Tage Rhythmus durchzuziehen. Also, wie man gerade gesehen hat, der Bart war knapp eine Woche alt. Ja, so, Reststopplichkeit. Ein bisschen was steht noch, muss man ehrlich sein, aber alles in allem, also ein bisschen was fühle ich noch, alles in allem muss ich sagen, bin ich aber dennoch zufrieden. Von daher kriegt die Reststopplichkeit von mir eine 2. Also es ist okay, es ist gut, es könnte besser sein. Besser geht ja fast immer, wie man so schön sagt. Aber wollen wir jetzt mal nicht jammern, wir sind schon ganz oben dabei. Ja, die Gesamtrasur, einfach unkompliziert, ohne Heckmeck, ohne störendes Ziepen und Gezurre, würde ich auch im Endeffekt dann eine vernünftige 2 einräumen. Und alles in allem, über das gesamte Equipment ist meiner Meinung nach empfehlenswert. Bis auf die Klinge waren heute keine Unbekannten dabei. Rasierer kennt man als relativ gut. Der Pinsel funktioniert sehr gut. Die Seife funktioniert sehr gut. Aftershave ist natürlich wie immer eine Geschmackssache. Wie bei so manch anderem hat man jetzt hier. Also ich habe jetzt hier so gefühlt eine puderige Haut, eine trockene Haut. Finde ich relativ schön. Es gibt noch ein paar Aftershaves, die hinterlassen so einen klebrigen, schmierigen Film, sage ich jetzt mal. Das ist nicht unbedingt immer so mein Ding. Der zieht zwar dann auch danach ein, aber ich persönlich, ich mag es nicht so wirklich, aber das ist halt Jammern auf hohem Niveau und das hatten wir hier heute nicht. War eins meiner liebsten Aftershaves auf dem deutschen Markt und von daher schon ganz Gutes. Ja, das war es soweit von mir. Sollte euch das hier gefallen haben, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen, unten kommentieren, diskutieren, vielleicht auch rummeckern und rumnörgeln, wenn ihr meint, dass das irgendwo angebracht ist. Ansonsten würde ich mich auch noch über ein Abo freuen, solange das noch nicht geschehen ist bei euch. Ja, das war's. Schönes Restwochenende. Auf bald.